Bist du leise. Du hast eher Raumklang, ne? Du hast nicht direkt das vor dem Gesicht das Mikro? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe allgemein ein Sim-Racing-Setup noch nicht dafür eingestellt, überhaupt mit wem zu reden. Deswegen klingt das gerade noch ein bisschen komisch alles. Ist deine Stimme, was willst du machen? Es hat dein Gesicht, ne? Also das kommt von dir. Das kenne ich ja noch. Also für die Stimme fresse ja einer ekelhaft. Deswegen geflüchtet, weißt du? Besser ist das. Einfach raus der Bubble. Ist das Leben einfach besser? Muss man sich halt hier quälen in der Scheiße. Ja, ich würde sagen, wenigstens irgendwie keine Flask dran gehen. Ist schon mal okay. Wow. Ja, aber ein bisschen hier richtige Reifen und den ganzen Scheiß und alles hier. Wo ist denn jetzt hin? Das komisch ist. Das ist auf der Minimap da. Bevor bei meinem Tablet sehe ich, dass du kommst. Ja, ich habe ein bisschen die Reifen, glaube ich, kaputt gemacht. Alter, das ist kalt geworden hier. Stehst du? Nee. Ja, statt. Ich bin gesagt, Reifen überhitzt. Bei mir sind sie arschkalt jetzt. Ich kann nicht schnell losfahren, weil ich keine Kupplung aktiviert habe. Ich gebe meinen Reifen arschkalt. Erste Kurve Main. Ah, da werden sie schon wieder, warum ich dann einfach blockiere. Passt schon. Da wird schon wieder. Oh, 0,3 besser. Kann die nie wieder so fahren, sag ich dir. Ja, muss jetzt noch der Rest davon bestimmen. Immer nur mit kalten Reifen fahren? Ja, kann ich ja nicht mitnehmen. Die Zeit wäre jetzt schon wieder verloren. 0,15, weil ich. Keine Ahnung. So, ich wieder weg die 0,3. Die Kurve da ist halt ewig gefühlt, hört nie auf. Der 0,1 schlechter. Nee, du kannst dir das nicht vorstellen. Was mache ich? Wenn es blockiert, muss ich einfach kurz loslassen, dann geht's ja weiter, aber irgendwie verpeilt gerade. Was ist mit dir? Du spawnt? Wie gesagt, die Reifen sind komplett Schrott, ich weiß auch nicht, irgendwie das mir vielleicht auch so schaden. Aber du kamst doch aus der Box, oder? Ebenso wie ich? Ja, ich habe auch keine Ahnung, was du gesagt. Ich glaube, vielleicht wegen dem Dreher am Anfang, dass die Reifen kaputt waren. Ich komme jetzt einfach wieder aus der Box, wenn du da bist. Einfach den Nicht-Skill entschuldigen wegen Reifen, ich verstehe schon. Ah ja, man kennt's. Ja, das kommt doch wieder. Mit Flas wäre das nicht passiert. Boah, jetzt komme ich durch geile kühle Luft hier von links. Links ist ja das. Ist ja die fette Balkontür.
hoffentlich in der letzten Kurve verliere, wenn ich so komisch fahre. Ich dachte, ich fahre jetzt mal nicht spitz. Was ist mit dir? Lebst du? Jetzt 0,4 vorne fast hier. Und wieder verloren. Das ist so krass. War ich denn echt die andere Kurve 0,4 beschissen als sonst? Cooler, kühler Wind auch. Ja, okay, jetzt bin ich... Jetzt wird mich zu sehr auf die Zeit konzentrieren, anstatt einfach zu fahren. Jetzt bin ich das erste Mal rechts rausgekommen bei der Kurve, auf die Wiese. Vor der Schikane. Kommst du, dass du so ein professionelles Setup hast? Wie kommst du dazu? Schon, bist du immer schon gefahren oder was? Geht so. Also ich hatte jetzt vor 1,5 Jahren mir mein erstes Setup geholt, da hatte ich ja auch das T3. Da habe ich halt die ganze Zeit Formel 1 gespielt und dann hatte ich jetzt vor ein paar Monaten halt mit ACC und sowas angefangen und irgendwie hat das halt nicht mehr wirklich viel Spaß gemacht mit dem T3. Und das neue Setup habe ich tatsächlich jetzt erst seit knapp. Aber so schlecht ist das hier dann gar nicht. Also da habe ich auch eigentlich das gleiche gefühlt wie hier. Nur halt nicht vielleicht so intensiv. Aber ist schon sehr, sehr stark, das hier, finde ich. Mir hat auch lange Zeit Spaß gemacht, aber irgendwann wollte ich das auch ein bisschen, wie es und so weiter ist. Und ich finde, es ist. Ich finde, man merkt schon einen großen Unterschied in Feinheit. Das heißt, hast du nochmal das T300 nach dem CSLDD benutzt? Nee. Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, weil ich habe auch gedacht, ich merke nicht so einen krassen Unterschied. Und dann habe ich halt nochmal, als meine Freundin gespielt hat, mit dem T300 das nochmal benutzt. Und dann merkt man halt erst, ich fühle so richtig den Unterschied. Beim T300 hast du dann in der Mitte immer so eine Dead Zone, ne, weil das Band halt eventuell ein bisschen ausgeleiert ist oder so, keine Ahnung. Aber nicht so krass wie beim Logitech, ne? Bei den Zahnrädern? Nee, nicht ansatzweise schlimm. Aber trotzdem, ich habe da irgendwie den Unterschied erst richtig gemerkt, nachdem ich dann nochmal das T300 als zurückgegangen bist, ja. Verstehe ich. Weil so, ich denke mir jetzt, hey, das ist kaum Unterschied eigentlich. Ja, dafür ist es schade, dafür hätte ich echt mal ausprobieren müssen, das fand ich super witzig. Ich habe auch irgendwie gedacht, ja, schon ganz cool, aber irgendwie auch nicht so viel besser. Ja, und dann habe ich irgendwie mit dem T300 gespielt, ich gar nichts mehr irgendwie bekommen. Ich meine, könnte ich ja machen, ich habe das eine noch da, ich habe nur das TX verkauft. Das T300 muss ich noch verkaufen. Habe ich mir noch da behalten, falls mir das nicht gefällt. Ich habe das TX verkauft. Hab das G27 verkauft, hab das Driving Force GT verkauft und hab das alte Fnatic verkauft. Das CSEU. Aber das Original T100 habe ich noch da. Das kann ich jetzt dann nicht wieder bei eBay reintun. Oder überhaupt bei eBay reintun, weil ich hatte bis jetzt dann in den letzten paar Wochen keine Hilfe. Wegen Wegbringen und so ein Scheiß. Ich brauchte immer so Hilfe mit dem Ganzen. Ja, aber wenn du das noch hast, probier das echt mal aus. Ich finde, dann merkst du schon den Unterschied so krass. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hatte über 0,6 vorne, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren soll. Mal aufbauen, das Ding. Ab dem Wohnzimmer wird es zergehen. Wird es da nicht gehen, aber ich bin mir nicht sicher, wie es machen soll. Ja gut, wenn es euch zu viel Arbeit macht, lass ruhig sein, aber
Ich fand es halt nur am witzigsten, als ich das da mal ausprobiert hatte mit dem Trillen nicht. Meinst du, ich weiß das dann zu schätzen, ne? Ja, ich finde auf jeden Fall, ich finde danach irgendwie. Wobei ich auch sagen muss, ich finde Pedalen sind noch wichtiger. Also, weil mit Pedalen kannst du halt auch dann vernünftig Trailbreaken und sowas, ne, dass du überhaupt ein bisschen Konstanz in die Bremse kriegst. Also das fand ich auch viel extremer und das war auch eine Sache, wo ich sofort gefühlt. Ich muss sagen, oh Gott! Tot. Ich muss sagen, die Bremsen sind echt unerwartet gut hier. Also, echt stark. Also, du spielst mit Gummizeug, Kurt, denke ich mir. Verstehe ich schon. Ja, früher hat man einfach ohne nichts gehabt. Auch mit Tastatur. Ne? Zur Not ging es auch. Weil es war ja nicht andersweise solche Spiele hier wie hier. Ich überlege halt wegen der Loadzelle. Ich bin mir nicht sicher. Ob ich es jetzt nochmal ändern soll. Du liebst einfach jetzt fahren und fertig. Ich muss sagen, als ich das die V1 probiert hatte, die hatte ja sowas ähnliches wie eine Loadzell, eine komische Feder, die sich nicht bewegen ließ, die nur auf Druck reagiert hat. War das eigentlich schon intuitiv krass? Einfach richtig gebremst nach einer Zeit? Nach kurzer Zeit sogar. Und bin dann wieder schwer auf zurück. Habe ich zurückgefunden, wieder schwer, habe ich sagen noch. Ja, aber ich finde, man sollte immer nichts kaufen, um schneller zu werden. Ne? Also ich habe mir jetzt auch meinen Scheiß eigentlich eher gekauft, einfach weil es mir mehr Spaß macht. Ne? Und halt bei Feinheiten im Kostenprojekt ein bisschen wieder an sich ein bisschen rechner und anfühlen. Ich finde, man sollte nie mit der Erwartung, dass man das schneller noch mit dem Sim-Racing-Shit kaufen, weil das wird dann wahrscheinlich immer enttäuschend sein. Ne? Ja, das ist wie Maus. 100 Euro für eine Viertelsekunde, ja genau. Maus und Shooter. Wobei, wenn man sich halt wohlfühlt, und es einem leichter fällt oder man entspannter ist und auch vom Kopf her, dann wird man auch besser, wenn man sich dann einfach gut fühlt. Ja, genau das meine ich ja, wenn man sollte nicht kaufen, weil man besser werden will, sondern weil man sich besser fühlt damit, ne, und es einem mehr Spaß macht. Und dann kommt die Zeit, wo man zerbricht. Wieso mache ich denn in zwei Kurven danach immer so viel Blödsinn, wenn ich in der ersten Kurve 0,6 raushol? Was ist denn mit mir? Sowas habe ich normalerweise abgestellt, aber es ist bei jeder Strecke ist eine komplett neue Herausforderung, so habe ich nie gefahren werden. Für mich noch. Ich kann nicht von einer seiner Strecke so ein bisschen was lernen. Das ist halt noch für mich unmöglich. So habe ich nie Auto gefahren, wie erst oft, wenn ich eine neue Strecke fahre. Das denke ich mir, dass du mit doppelt dir wohl erfüllst, Main. Ich sehe uns jetzt noch öfter das McLaren Reel, ne? Oder? Achso, ich fahre GT3 mit McLaren und LMP und Formel 1 Zeichen, Formel 1 Reel. Ganz abgehoben und so. Weil fühlt sich halt echt gut an. So GT3 ist halt so ganz anderes Lenken. So ekelhaftes, schwammiges Lenken ist es bei GT3, finde ich. Ist echt so. Es ist so. Es ist so brutales halbes Rallye-Fahren, das GT3, finde ich. Und, ja, weiß ich nicht. Also es ist echt so schwammiges, rallyhaftiges Lenken, das GT3.
wenn ich Formel 1 fahre, es ist halt viel ruhiger, viel entspannter. Musst du ja. Hast viel mehr Downforce. Hast zwar mehr Stress, aber es ist ein ganz anderes Feeling. Da bist du, wenn du dann 100 km/h fährst, rutschst du wie Schwein. Wenn du 200 km/h fährst, klebst du. Und du musst halt dann die Kurve schnell fahren, damit du halt überhaupt kriegst. Das ist halt total geil. Und hier ist halt genau umgekehrt bei GT3, finde ich. So ein bisschen Slide, so wie jetzt halt, ist ein bisschen krass. Ja, ich habe es übertrieben. Gehört manchmal dazu, ne? Das ist schon so ein bisschen Rally. Ja, ich meine, das ist viel weniger, desto besser. Das ist wirklich nur ein Kurven-Exit manchmal ein bisschen. Aber auf der anderen Sicht, ich muss auch sagen, GT3 war jetzt nie meine Lieblingsserie. Eigentlich würde ich auch nie GT3 fahren. Das ist halt einfach gefühlt sehr technisch. Ne? Das ist halt sehr viel. Wo denn? Wie rum jetzt Formel 1 oder? Ich rede jetzt bei GT3, ich finde zumindest, also wir da selber fahren. Jetzt finde ich, GT3 fährt sich ein bisschen technisch aus. Ja, gut, ich muss das sagen. Ja, die modernen jetzt, die 2020er. Oder so. Also, du sagst, dass die GT3 sich technischer fährt als Formel 1, oder wie meinst du? Ich finde die tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller irgendwie. Zu optimieren, die GT3. Zu optimieren, ja. Aber die alten, finde ich, fühlen sich vom Fahren her geiler an. Das fühlt sich so an wie so in der Werkstatt, wo du reinkommst, wo ich schon oft erzählt habe, ne? Und die Mechaniker haben einfach Öl in der Fresse. Den Nasenpunkt, bisschen an der Stirn, so richtig so Männer-like halt. Und die neuen fühlen sich jetzt so wie bei Formel 1 halt, ne? Die alten V8 oder so und so ein Scheiß, gegen jetzt die neuen mit allem. Es ist halt so. Es ist halt nicht mehr dieser krasse Motorsport. Und ich finde, dass ich die ich habe jetzt die GT3, die dabei sind, jetzt die 2019er bis 22 getestet oder sowas. Oder 20, ich weiß nicht, 21. Auch wenn die jetzt nicht so wie sind bei ACC, die fühlen sich dennoch komplett anders an. So modern halt, ne? Und ich glaube, dass es halt doch ein bisschen einfacher für den Start ist, aber schwerer zu optimieren, wie du gesagt hast. Schwerer, technischer, das überhaupt das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, dass der Formel 1 noch schlimmer ist irgendwie, ne? Ich habe das Gefühl, beim GT3 sind wirklich minimale Fehler, die Kronen fast wirklich Zeit kosten. Also ich habe das ja jetzt ich habe jetzt auch die ganze Imola gefahren in ACC. Und da habe ich halt wirklich irgendwann Achtel Sekunde früher auf dem Gas, mit 2-3 Grad, wirklich dann Lenkwinkel mehr, damit du ein bisschen besser Exit bekommst. Ja, genau, das, was ich vorher gemeint habe, ja. 4 Zehntel, ne? Ja. Das hatte ich bei Formel 1, ich muss auch sagen, ich habe jetzt Formel 1 ein bisschen professionell gefahren und es irgendwie doch nur streckenweise Spaß gemacht hat, bevor es mich mehr hat. Machst du das, wo hast du Formel 1 gespielt? Vom Codemaster oder was? Ja, zum Großteil Codemasters, ja. iRacing tatsächlich ganz kurz, wirklich nur ein paar Wochen. Hast du schon mal? Ich ja gesagt, also das. Ja. Hast du mal probiert hier Formel 1 bei dem Spiel? Ich hab da auch Formel 1 raus drin, 1 bis 3. Ich finde, ich muss sagen, dass der Formel 3 am meisten Spaß macht. Also, der ist. Also, ich sag dir, was für Spaß der macht. Glaubst du nicht, da kommt kein GT3 ran. Also Formel 1 ist natürlich ein bisschen stressiger wegen Batterie und da und diese ganzen Mappings umschalten. Aber Formel 3 geil, Formel 2 auch. Finde ich ja, ultra. Ich finde Formel 1 halt immer fürs Racing ein bisschen kritisch, weil du Formel 1 auch das Gefühl halt immer irgendwie am Maximum fährst. Das macht das Racing halt sehr schwer. Das ist halt das, was ich bei GT3 ein bisschen cooler finde, ne? Weil es die meiste Zeit ein bisschen spannender ist, GT3 zu fahren. Kannst du halt ein bisschen besser auch mal racen und mal rein stechen, wie du willst. Ja, das mit dem Am Limit, das ist halt, weil es halt große Power hat. Du musst halt wirklich heftig. Weiß ich. Aber manchmal brauche ich das halt einfach, diesen Kick. Aber das perfekt auch zu fahren, ist halt auch heftig. Hast du mal reconnected, oder? Ich hab mal das Kommentar.
Bist du vorher mit reingestiegen, oder was? Ja. Geil, Mann. Ja, super Ding. Super Ding. Ich hab das mir gekauft von RSS. Halt, die Ansicht, die das Lenkrad. Ich weiß, das ist doch ziemlich mehr. Aber ja, GT3 kannst du ab und zu mal so ein bisschen cruisen einfach, ne? Das meinst du vielleicht. Auch nicht immer so Panik. Und man kann so ein bisschen anditschen. Genau, ich würde sagen, du kannst mal zu zweit in eine Kurve, ohne dass das direkt eigentlich fast immer eng wird wie ein Formel-Autos. Und dann beides so sein Nervenkitzel, ne? Ja, ja. Also ich finde eigentlich auch, ich finde am Reiz mittlerweile eigentlich LMP2s. Bei LMP2s ist halt recht schwierig, aktive Communities, ich meine, hat so gesagt, ein paar Ligen scheint es ja noch zu geben. Aber wirklich große Communities aus den iRacing hast du halt eben. Ja, leider. Hat sich alles auf GT3. Wobei ich LMP3 schon sehr LMP 2 und 3 super finde. Habe ich auch drauf im Server. Also, Formel 2, Formel 3, LMP 2 und 3 ultra stark. Und Formel 1, LMP 1 sind halt schon fürs Reinschwitzen. Da musst du halt schon wild fahren. Aber es ist halt wirklich so ein Fahrstil, der gefällt mir. Gefällt mir mehr als hier das Ding da, weil ich bin nie sowas gefahren. Sei es jetzt mit Maustastatur, Controller oder immer wieder Racing früher. Ich bin nie sowas gefahren wie GT3. Das nächste, was an GT3 rankommt, ist eigentlich Ready, was ich gefahren bin. Deswegen sage ich ja, halbes Ready-Ding. Diesen ganzen, Subaru Impreza, WRX, Evo 7, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, was da alles gab. Diese bin ich immer gefahren, als Rally-Fahrzeuge. Oder Mitsubishi Lancer. Weißt du? Immer diese Rallye-Fahrzeuge. Ich bin ja gern Rallye gefahren, muss ich sagen. Und so ein bisschen erinnere mich das Ding schon an Rallye hier. Aber Formel 3 kann ich echt empfehlen. Ha! Rausgegangen. Ich werde so nicht da vorne. Für Formel 3 muss ich erstmal einstellen. Die Folge für hat gar nichts. Für heute nimmer, sagst du? Ne? Dann probier. Ich wollte gerade noch ein LMP2 probieren. Ja, mach das, dann gehe ich mal kurz in Formel 3. Einfach so als Spaß zum Abschluss für heute. Ah. Hab ja mit LMH angefangen heute. Okay, das sind die Hypercars, ne? Also für jetzt 40, ja, fährt sich genau wie LMP2. Also ist kaum Unterschied. Ich habe in LMP2 und LMH gefahren, ist fast das gleiche Auto. Nur, dass ich bei LMP2 höher aufdrehen musste. Mit der Drehzahl. Aber fuhr sich gut. Also fuhr sich beides sehr gut. Deswegen habe ich ja selber so ein paar, ich glaube, ich habe 10 GT3, dann habe ich Formel 1, 2, 3, LMP 1, 2, 3 und einmal ein LMH. Mal viel rumbasteln und testen. Und ich möchte halt mit jedem Auto möchte ich halt fahren halt. So meine 30 bis 50 Rundenstrecke, vielleicht sogar 100. Damit ich halt so viel Driver Skill Additive, was nur geht. Auch wenn es nichts bringt. So. Das Spaß halt, ne? Genau. Und ich hoffe halt, dass ich halt nicht immer so lange brauche, mich zu gewöhnen. Dass ich mal unter 1000 Runden verstehe, was ich tue. Aber es ist manchmal echt schwer. Aber gut, keine Ahnung, je nach Tabletten ist es auch anders wieder. So, Lenkrad gewechselt. Let's go. I'm ready.
Formel 3 ist halt auch noch so ein bisschen dreckig. Ab und zu slidest du ja auch noch. Ist jetzt auch nicht so 100% Formelfahrweise. In der Formel 4 habe ich rausgetan. Ich habe zwar auch gekauft das Ding, aber in der kann ich gleich GT3 fahren. Die sind ja sogar langsamer. Das ist ja gar kein Spaß. Das ist ja. Dave meinte auch, dass Formel 4 gar keine richtige Formel-Nachwuchsserie ist. Das ist ja auch. Keine Ahnung. Was soll überhaupt? Wer jetzt die Formel 4 auch nicht bekannt gewesen. Ich wollte mal, wenn Formel 3 kommt, Formel Renault. Ich will so die ganzen Formel fressen. Gibt es denn wirklich eine Formel 4 nicht? Überhaupt? Das weiß ich nicht. Okay. Also 1 bis 3 kenne ich ja, Renault kenne ich auch. Aber sonst kenne ich ja sowieso nicht alles. Es gab ja auch mal so komisch. Es gibt ja jetzt wieder im Rahmenprogramm von der Formel 1 gibt es ja wieder ganz normal Formel 2, 3 und sogar. Was ist nicht Porsche Cup und auch Frauen-Dingsbums gibt es ja auch. Aber es gab doch mal eine Zeit lang etwas, das hieß GP2, GP3 oder so. Das war ja nicht Formel 2 und 3, oder? Ja doch, das wurde mit jedem Fall nur umgenutzt. Ach so. Tatsächlich die, oder wurde jetzt abgelöst durch die Formel 2. Ich fand es auch komisch, dass es nicht immer 1 bis 3 gab, sondern 1 und dann GP2 und 3. Hat für mich gar keinen so einen Sinn gemacht irgendwie. Naja, fand ich aber seltsam. Aber wahrscheinlich haben sie es deswegen auch geändert jetzt, dass es Formel 1 so weit ist. Aber war das früher nicht schon so, dass es 2 und 3 gab? Und nur jetzt wieder zurückgeändert wurde? Also ich weiß nur in den letzten Jahren, dass die GP2-3 halt jetzt Formel 2-3 heißt. Ob die früher davor mal Formel schon hießen, Formel 2-3 ist, weiß ich nicht. Ja, das meinte ich, bin mir nicht sicher, weil ich habe von diesem GP nie gehört was von. Bis ich es auf Sky gesehen hatte. Das habe ich gelesen, was du mir geschickt hast, da wegen dem auf F1 TV Pro Dings da. Da steht aber schon oben in der Beschreibung, dass das nur mit Apple geht. Dass es über VPN gar nicht mit Android gehen soll. Ganz einer der ersten Sätze. Hast du denn einen abgebissenen Apfel oder was? Aber nicht mehr. Oder hast du gar nicht so einen Pro-Account? Tatsächlich noch einen gehabt aus Deutschland direkt. Das konntest du ja noch eine Zeit lang verlängern, solange du es hattest. Bis 23 geht's, glaube ich. Ja? Ich bin mir nicht mehr sicher tatsächlich, weil ich mittlerweile sowieso auch über Sky gucke. Ich wusste nur noch, dass ich auf Reddit das halt gelesen hatte mit dem Account, dass du das über eine VPN machen kannst. Weil es halt leider nicht geht über eine normale Kreditkarte wegen der Rechnungsadresse. Ja, ich habe ja einen Account da schon lange da. Und dann war ich so toll, dass ich nicht schauen konnte. Und ich wollte auch einige Rennen nachschauen, die ich verpasst hatte. Und dann habe ich gehört, es gibt da alle Rennen halt. Dann dachte ich mir, geil, Mann. Ich war mal angemeldet damals. Und dann habe. Das erste Jahr, wo es das Ding gab, habe ich mich angemeldet. Ich 2 Jahre hatte ich Abo und dann nicht mehr. Ich habe halt nicht geschaut. Ich habe halt Abo gehabt, 1 Jahr nicht geschaut. Nur Sky. Und dann habe ich es ja gekündigt. Dann als ich keine Möglichkeit hatte, mehr Sky zu schauen, wollte ich es halt haben und dann ging es halt nicht. Ist wieder ein bisschen blöd mit der rechten Situation. Was sich kein anderer gesichert hat. Früher gab es doch so nicht Sky, glaube ich, die Exklusivrechte gekauft, ja, viel gezahlt, oder? Ja, genau. Also ich glaube, RTL darf 3 oder 4 Rennen übertragen und die ganzen haben tatsächlich komplett Exklusivrechte in Deutschland. Ach, dürfen sie noch 3 oder 4 Rennen, oder was? Echt? Ja. Ich dachte, dürfen gar keine mehr. Ja, ich
bin mir nicht sicher, aber letzte Saison waren es 3 oder 4. Ob die das diese Saison auch wieder machen bei RTL, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, es gehört so, dass RTL auch diese Saison wieder gesagt hat. Deswegen meinte letztens Jerocar, hat es auf RTL gesehen. Ich dachte mir, geht doch gar nicht. Ich dachte, ja, komplett weg. Macht das ja Sinn? Der Gino haut dir die Fresse gleich in die Schnauze. Oh nee, jetzt hat er mich. Oh nee. Ah. Zu viel gelenkt bei Formel 1. Wenn man ein bisschen lenkt, ist es halt krass. Du hast so viel Downforce, dass du einfach lenkst und du rutschst nicht weg. Der Typ, der Gino hier. Aber ist geil, ist geil. Nicht richtig oder was? Im Lenkrad? Nee, war ich nicht. Achso, und ich habe auch DRS vergessen. Tablet und andere Dinge, wo ist denn das? Formel 1 Remastered. Da. Okay, habe ich. So richtig farblich jetzt auch nicht mehr, aber ist hier noch. Also ich will schon Farbe nicht mehr reinschwitzen, mir ist egal, ob ich jetzt wieder schlecht war. Aber zum just for fun. Aber, mein, du kennst mich ja, du weißt, dass ich übertreibe alles, was ich mache, so ein bisschen. Also, ist das Racing halt dann auch so. Aber da ist halt der Körper das Limit. Was meinst du? Ja, klar. Ich erinnere mich noch irgendwie an gefühlte 10, 14 Raids die Woche. Naja, 18 Uhr starten und 12, 13 Uhr mittags aufhören. Und so viel reinquetschen, wie es geht. 4 Raids am Tag, hochgerechnet auf 7. Mal 4. Simple, Quick Math, oder? Ja, auf jeden Fall. War halt ein bisschen minimal viel, oder? Ja, aber das war okay. Das war immer noch nichts. Hat immer nicht gereicht, um uns zum Sieg zu führen. Keine Chance gehabt, um einmal in meinem Leben mütig zu klären. Niemals. Egal, was ich gemacht habe. Ob ich denn, selbst wenn ich da als ich einen Gilden Raid 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage hatte, ich weiß egal, hat nie geklappt. Ja, aber lag ja wie so oft eher an den letzten Weinereien, die nur die Regel mit sich bringt. Haben wir probiert und probiert, aber immer nur die Zähne ausgebissen. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Und ist noch nervlich am Ende. Geiles Fahrgefühl vor mir. Echt schönes Auto.
das bei Formel 1 oder 2 auch nicht so viel Zeit, dich vorzubereiten auf die Kurve. Geht alles sehr schnell, ist ja halbes, ist ja Zeit drauf halt, ne? Und GT3 hast du schon ein bisschen mehr Zeit. Ich finde, bei Formel muss man sich auch wirklich was trauen, manchmal so in die Kurve einfach reinblättern. So einfach rein. Mit Speed rein und einlenken. Und nicht so, dass man zusehe. Wenn der Kerl kommt. Aber das stört's mir nicht. Da weiß ich halt genau, was ich falsch gemacht habe bei Formel. Diese drei, hätte ich mir gedacht, hä? Was denn jetzt? Nochmal. Was denn jetzt? Warum? Wieso? Was passiert? Formel 1 weißt du sofort. Hier Körb, da ein bisschen Gras tot. Nicht gemacht, er das Leben. Aber es passt, ich will ja alles lernen. Einfach zu meinem Skill hinzufügen. LMP, LMH, Formel 1 bis 3, also und LMP 1 bis 3 halt. Und den ganzen GT3 Schmarrn. Wow, was habe ich hier? Wow, Gott! Aus Versehen gelenkt hier zu viel. Huch. Reifen tot. Und endlich hast du mal deinen Keksnamen aufgegeben, hast gemerkt, dass du der falsche Keks bist, oder? Ja. Alter, ja. Einfach nicht mehr gekämpft. Ja, genau. Numero dos. Ich hab da keine zwei drin, scheiße. Was ich da geil finde, Formel 1 über die Curbs. Also, wenn ich das schon höre, halber Orgasmus, dann weißt du genau, du bist richtig. Von einem so zum nächsten. Das ist so geil. Ist bei G3 einfach anders. Aber weißt du, ich meine, und dann nächste Kurve und dann von einem Ende zu anderen Ende der Kurve. Und dann ist es einfach richtig, weißt du? Dann weißt du genau, das passt. Es geht nicht besser. Vielleicht noch ein bisschen andere Winkel und so ein bisschen schneller, aber dann weißt du, es passt halt. Ja, Formel 1, aber du fährst halt vor allem die komplett über Curbs, ne? Wie gesagt, mit GT3s bist du, wie gesagt, die Schikane in Imola ist absolut geistesgestört. Ne, du fährst die Schikane eigentlich gar nicht. Du versuchst wirklich irgendwie so den Curb zu erwischen, dass er dich nicht komplett aushebelt mit dem GT3 und wenn du Glück hast, kommst du dann wirklich und du fährst die Schikane gar nicht. Ne? Und das kannst du halt machen, was ich besser finde, weil das ist total scheiße. Ja, das ist ja die Strecke komplett ausheben, ist ja Schmarrn, oder? Ja. Spüre ich immer Bremsen? Das gibt auch, glaube ich, ja. Ich glaube, in echt fahren die da ganz sicher auch nicht drüber. Zumindest nicht so, wenn das ein ACC tut. Ja, aber warum macht das denn ein ACC nicht auch so, dass das klappt? Richtig so wie in echt? Das ist doch Schmarrn. Wollen sie nicht so realistisch wie möglich sein? Aber da haben ja alle Games so ihre Probleme. Ich verstehe manche Sachen nicht. Auch ja, bei iRacing hat Dave heute gemeint,
Es gibt auch Bugs oder so bei einigen Strecken, dass du die Reifen abkühlen kannst, wenn du über die Wiese vorher fährst. Das sind so Bug-Using halt oder so ein paar Sachen. Ja. Dass sie das einfach nicht ahnden, bis sie die Bugs wegkriegen. Kriegen so viel Geld in den Arsch geschoben, weißt du? So, Monatsmiete, Strecken einzeln kaufen, Autos einzeln kaufen, damit du Server Custom haben willst, zahlst du 70 Cent pro Stunde. Also ich meine, dann könnt ihr doch ein paar Bugs wegmachen. Wir sind denn dann da? Zwei Leute, die das programmieren oder was? Das ganze Geld? Ja, das hatte ich ja schon auf deinem Chat so ein bisschen geschrieben. Die Leute, die iRacing spielen, die überbewerten das ein bisschen, als halt das Erfolgreichste ist. iRacing ist jetzt nicht viel besser oder viel schlechter als die anderen guten Simulationen, die du so auf dem Markt hast. Es hat halt einfach nur die größte und kompetitivste Community. Das finde ich, muss man halt auch einfach mal einsehen. Wie gesagt, ich habe den Bug selber gesehen. Aber in dem Bereich, wo halt dann Dave fährt, im Max Dings da, im höchsten Rating, was auch immer das da ist, dass man sowas da macht, ist halt schon krass. Aber es ist, wie ich schon heute gesagt habe, in jedem Spiel so. Wo ein Bug ist, den nutzt man. Auch in COD, auch in Sim Racing, auch überall. Weil man ist ja, wenn man dadurch Vorteile hat, ist man selber dumm, wenn man den nicht nutzt eigentlich. Ach, Realismus hinten ist da drauf geschissen. Man ist da doch vorm Computer. Ja. Und ja, wie deswegen sage ich, jedes Spiel hat seine Probleme, ne? Ich hab dir den Link mal geschickt. Falls okay. Du kann man gucken, na ja, klar. Ja, sicher. Ich bin ja jetzt in Porno-Szene, also, ne? Also, Sim-Racing. Weißt du. Also, das Gleiche. Einfach ölen, da läuft's, weißt du? Egal wie. Auto oder was anderes? Öl Main. Ja, deswegen, ich finde auch diese ganze Realitätsdiskussion wird immer ein bisschen überbewertet. Im Endeffekt, ich sag mal, 99,9% der Spieler, inklusive uns beiden, vermutlich jetzt einfach mal ein bisschen sind noch nie ein echtes Auto gefahren. Das heißt, fast niemand kann überhaupt bewerten, wie es denn tatsächlich in einem echten Leben ist. Und ich finde, das soll auch gar nicht der Anspruch sein. Ich finde, es soll halt einfach sich nachvollziehbar anfühlen. Man sollte ja nicht schneller sein, wenn man off-track fährt. Aber jetzt unabhängig von dem Mann. Genau. Nachvollziehbar auf jeden Fall. Und man sollte das Gefühl haben, dass es realistisch ist, dass es halt nicht übertrieben ist. Ja, genau. Und das sollte so ein bisschen immersives Gefühl haben. Weil wenn ich ins Auto reinsitze, dass du das Gefühl hast, jo, so könnte es sein. Und dann finde ich halt den Rest auch immer völlig übertrieben, ob das jetzt das oder das oder das realistischer ist. Wenn die Leute dann wirklich anfangen, das... Ja gut, aber nehmen wir mal Formel 1 im Vergleich zu dem hier, ist er dann schon Weltenunterschied eigentlich. Ja klar, aber ich muss auch sagen, das ist auch der Punkt. Wäre Formel 1 unrealistisch, aber wenn mir Spaß machen, finde ich das immer noch völlig okay. Ist ja auch Spaß gigantisch. Spaß ist gigantisch. Ja, ich muss sagen, ich habe da so meine Probleme mit dem Formel 1 Spiel, mich nervt. Es liegt halt einfach daran, wie gesagt, das ist dieser iRacing V12, der ist schon. Wenn man den einmal gefahren ist, dann hast du echt keinen Bock mehr auf das F1-Game. Platzregen. Alter, hört man das, wenn ich hier kurz rede? Es ist so laut, hä? Hey? Kurz stehen bleiben. Wenn ich hier so quatsch, ich bin direkt neben dem Fenster. Es ist total laut, wenn es hier liegt. Hört ihr das? Hört das ein bisschen zumindest im Hintergrund? Durchgeschaut. Achso, ich meinte jetzt eigentlich den so von Codemaster F1, sind da mal so in iRacing den McLaren, den Mercedes. Ja, ja klar. Ja, aber das deswegen sag ich ja. Ich finde, das Formel 1 Spiel hat halt viele Fehler, die es für mich halt unnachvollziehbar machen. Ne? Zum Beispiel ein Formel 1 Auto würde nicht mit knapp 300 irgendwie auf einmal eine Downforce verlieren, ne? Wenn du mit 300 durch die Kurve fährst. Das ist für mich halt einfach so ein absolutes No-Go und das kriegen wir halt nicht so richtig gefixt. Ne? Ja, die müssen dann mal das von neu aufbauen. Die haben ja die Engine seit über 10 Jahren. Jetzt mit EA im Rücken können sie das ja machen, aber brauchen sie nicht, dass ja mit Controller funktioniert. Und der Erfolg gibt ihnen ja irgendwo recht. Ne? Ich glaub, ja, na klar. Das wird sich sicher Jahr für Jahr besser verkaufen, als jetzt irgendwie ACC und iRacing zusammentun, jährlich. Und von dem her habe ich da nicht viel Hoffnung auf Änderungen, aber
Muss ja nicht, das ist ja okay so. Das ist ja mit Controller perfekt, eigentlich auch. So dafür gemacht, eigentlich. Aber da fand ich selbst MS2 spaßiger mit Formel 1, mit der Formel Hybrid. Mit dem 22er, mit dem Ultra Gen 2, oder was? Ja, genau. Ja. Das ist sauschwer, finde ich, zu fahren da, oder? Was bin ich da noch gefahren? Es ist nicht einfach, aber es war deutlich nachvollziehbar, weil die kriegen es hin. Da kannst du auch mit 300, wenn du dann halt Max Downforce hast, auch mal diese typischen schnellen Vollgasbuben fahren, oder dass du jedes Mal Angst haben musst, dass auf einmal dich das Deck dreht aus dem Nix. Oder dass dich Curbs irgendwie wegdrehen. Ne? Also das ist zumindest für mich nachvollziehbarer als das F1-Spiel, ne? Weil da sind halt Curbs Lava irgendwie, spielst du die ganze Zeit in F1 22. Gut, es ist nicht mehr so krass, ich hab wie das 21er mit dem Kürbis Lava. Habe ich besonders in Spa habe ich das gemerkt, der Unterschied. Spa war echt wild. Ich glaube am bekanntesten war tatsächlich Suzuka da mit dem ersten Sektor, mit diesem Geschlängel, mit diesem S-Kurven, ne? Ja, genau. Da wurde tatsächlich in der echten Formel 1, ich meine, die Leute haben es natürlich auch immer verglichen und die Videos so Side-by-Side-Game versus echte Formel 1. Und wie gesagt, ich erwarte nicht, dass es 1:1 gleich ist auf die Millisekunde, aber es sollte schon so sein, dass wenn du über Curbs fährst, es auch nicht dich instant irgendwie into Oblivion spinalert. Ne? Das, ja, das ist komisch. Auch irgendwie scheiße. Ja, aber es ist besser geworden mit 22. Es geht. Es ist nur, wenn du die Innenkurve berührst, ist es wild. Wenn du mit dem rechten Vorderrad die Innenkurve berührst, zu eng die Kurve nimmst, dann bist du noch raus. Aber die Außenkurve, wenn du so ein bisschen weiter rauskommst, gehen eigentlich. Das funktioniert eigentlich. Ich habe dem Spiel gar nicht mal eine große Chance gegeben. Ich würde sagen, ich habe das vielleicht 10 Stunden gespielt, F1 22, und dann irgendwie hat es mich auch nicht wirklich mehr gepackt. Ich weiß nicht warum. Das wahrscheinlich, weil ich mich auch brutal da rein vertiefe in den Kram, den ich nicht mag. Das große Problem mit dem Spiel ist, Gänge 2 bis, also 1 bis 5 sind nicht existent. Du musst komplett dieses Shortshifting machen, nur dann geht's. Mhm. Kurz umschalten. Ja, das hat. Jo. Ja. Erzähl. Ich hab nur kurz umgeschaltet. Ah, Gott, will ich. Okay, ich wusste nicht, ob du mich hörst. Ich finde das ich halt hör dich, alles gut. Guck, ich hab hin und wieder mal ein bisschen Liga-Rennen und so geguckt von F1 und die fahren wirklich, also Untergang 4 fahren die gar nicht. Also macht man ja nicht. Selbst Schikanen und sowas, ja, das ist halt irgendwie, schon, das kann es ja nicht sein. Ich meine, man sieht ja selbst in der echten Formel 1, Shortshifting an sich ist ja sogar, machen die ja selber, allein weil die halt ja keine TC haben. Finde ich auch völlig in Ordnung, aber es, keine Ahnung, bräuchte halt nur eine Funktion, dass du halt einen Motor abwirkst, ne, ab einer gewissen RPM irgendwie, dass du nicht mit 50 km/h im vierten Gang fahren kannst, sondern der Motor dann halt in. Ja. Irgendwie so blockiert, Anti-Stall oder sowas, wie es das vermutlich auch in echt passieren würde. Ja, Formel 1 hat halt viele Probleme, ja, was heißt Probleme? Deswegen sagte ich ja, die haben gute Verkaufszahlen, also Probleme nennt das jemand, der so ein Realismus-Nerd oder sowas ist, aber es gibt ja wirklich viele, inklusive die ganzen Konsolenspiele und sowas, die sind, glaube ich, froh, dass sie was haben, was du einfach mit dem Controller fahren kannst. Ja, für Controller ist er perfekt. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall. Puh, so wie das Forza Horizon 5, was mit Controller sogar einfacher ist. Letztens probiert habe, aber war, also ich muss sagen, Forza Horizon 5, was das Force Feedback angeht, ist schon viel einfacher gewesen. Also viel besser. Man hat was gespürt im Vergleich zu Gran Turismo 7, was ich halt sehr traurig finde. Das eine ist wirklich ein volles Arcade-Spiel und das andere ist ein Real Diving Simulator, wie sie halt sagen. Ja, zumal die Leute, also. Ja. Die Leute haten ohne Ende Forza Horizon mit Lenkrad. Also wirklich, egal, ob du im Internet guckst, da kommt immer voll scheiße mit Lenkrad, macht keinen Bock, voll kacke. Ach, ich fand das schon. Super. Also ich.
Ich wollte es einfach mal testen. Ja, doch, ob du zugeschaut hast, ich habe das gemacht, das war ganz cool. Ich hab erstmal die Setting übernommen, die der Pixel da eingestellt hat, der Pixel Connector. Ja, das ist cool. Hatte ja 5 Stunden da rumgemacht, dann habe ich das probiert, das war halt scheiße, hat mir nicht gefallen. Habe ich noch ein bisschen versucht zu optimieren, war auch scheiße. Dann habe ich auf Standard gemacht und habe auch bei Fanatic am Lenker auf automatisch gemacht und es war perfekt. Ja, da bin ich so gefahren. Und ich bin auch Rallye gefahren, da, also mit dem Rallye-Ding. Und das Rallye war so geil im Force-Feedback und so geil nachzuvollziehen, was du machst. Wenn so WRC oder Dirt Rallye ist, wie das Forza Horizon 5, ist es gigantisch. Ich habe wirklich auch sliden können, auch driften können, nachkorrigieren, nachsteuern, ein bisschen Gas bremsen. Es war halt einfach geil. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin da 3 Autos gefahren, habe mir einer ein Setup gegeben, ein Rallye-Auto und 2 Normalautos. Also ein C63 Black Series irgendwas, ein AMG bin ich gefahren. Dann ein Porsche, glaube ich. Also quasi unsere Autos, die wir auch fahren, fast. Mhm. Und dann noch ein Rallye-Auto, den Ford Escort 92. Den Rallye, wüsste ich irgendwie, den kenne ich auch vom Rallye-Ding. Und war gut. Also, war echt krass. Hat sich wahnsinnig stark angefühlt. Wahnsinnig stark angefühlt. Ja, ich finde auch immer die Leute, dass sie ein bisschen zu Unrecht irgendwie da so komplett draufhacken, als wäre das unspielbar mit dem Lenkrad. Ja, man ist nicht ganz so schnell, aber man interessiert das schon. Ist ja auch jetzt nicht super competitive, Forza Horizon. Ne? Ist ja einfach nur so ein bisschen so ein Fun-Racer. Naja, das mit dem Competitive ist irgendwie bei allen Leuten. Klar ist das competitive. Jedes Spiel ist gefühlt competitive. Jeder Müll. Ja, aber und natürlich, weil die fahren ja doch online rein, die machen ihre scheiß Blitzer und alles und ihre ganzen direkten Vergleiche da. Und mit Controller bist du halt einfach schneller. Du hast einfach, kannst einfach besser reagieren und du auf das korrigieren musst. Und mal muss ich ein bisschen die Kurve werfen, aber das macht dann mit Lenkrad auch eine Menge Gaudi. Also, das hat gepasst. Und ich bin noch nie so geil Rallye gefahren. Keine Ahnung. War für mich wirklich ein Highlight, das Spiel. Also was ich gefahren habe, das ist das einzige Rallye-Spiel, was ich gespielt habe bisher. Das war Dirt Rally 2.0. Also das fand ich auch sehr gut beim Force Feedback. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich bin jetzt wirklich nicht der Rallye-Experte. Ich hatte Dirt Rally 1 gespielt auf der PlayStation 4 und ein bisschen am PC, aber nicht viele Stunden. Ich hab nur ein paar Stündchen. Ich habe sogar auf YouTube ein paar Videos von Dirt Rally und fand ich schon sehr, sehr stark. Ich habe damals sogar mit dem Fanatic Lenker gespielt, mit Haarschaltung. Letztes Mal Video gesehen. Ganz bescheuert. Also Sequential ist ja schon wichtig, aber mit Haarschaltung war es auch schwer. Ich habe da online gespielt, Rally Cross. Und war lustig. Und ja, also dann habe ich halt PC nur ganz bisschen gespielt und Dirt Rally 2 habe ich nie, da war ich ja schon, ich hatte schon Probleme mit den irgendwelchen Füßen oder so ein Scheiß. Nur 3 Stunden oder so kurz angetestet, aber lange her. Will ich aber auf jeden Fall jetzt auch irgendwann mal, WRC 10 habe ich Bock, da möchte ich mal die Story der Karriere spielen. Hat mir immer gefallen bei WRC das Ganze. Und das ist ja von der Physik her schon sehr stark geworden, das WRC. WRC 9 war ja schon ultra von der Physik her. Hat sich wirklich gut gebessert. Und WRC 11 ist das letzte WRC jetzt dann von den gleichen. Weil hat ja jetzt Codemaster und EA die Rechte. Ja. Ja. Dann wird vielleicht kommen, also ich hoffe, die machen ein Dirt Rally 3. Oder was Gescheites. Nicht irgendein Dirt, was halt Blödsinn ist mit der WRC-Lizenz. Das wäre schmarrn. Aber vielleicht kommt es genauso wegen. Ja, wegen Verkäufen und sowas, ne? Fährst du noch? Ah, du bist ja noch da. Oh, nee. Also, ich bin noch gerade in der Box. Lol, du hast den LMP1, oder? Oder ist das der 2er? Nee, das ist der MP2, müsste das sein. 2, genau. Der ist super. Also, du hast wirklich hohe Drehzahl bei dem.
Ganz wild. Jo. Oh, jetzt hat man es langsam, glaube ich. Ein bisschen gehört, oder? Ja, weil es ist ein anderes Mikrofon gerade. So, dann kann ich ja mal hier kurz ausmachen und umschalten dann auf aufs Wohnzimmer. Ich habe gesehen, es ist schon spät, ey. Scheiße, Mann. Mir ist eigentlich egal, aber wenn ich morgen in der Früh da im Arzt sein muss und ich schon so früh aufstehen muss, ist ja kacke. Ich tue mich halt ultra schwer, wenn ich im Bett liege. Sag ich mal, wenn ich nicht 10 Stunden liege, überhaupt mich zu bewegen. Egal, ob ich schlafe oder nicht. Geht mir einfach um Liegen und die Füße auszuruhen. Ja, ich kann mir vorstellen. Also brutal, sag ich dir. Die Muskeln, was sie durchmachen. Schlafen ein, wachen auf und du wirst dich nicht bewegen, dann wieder hin, also dann und dann zum Dings gehen. Was hier? Monitor ausmachen. So. Muss noch ein paar Sachen mitnehmen, kurz Licht. Was tue ich da hin? Okay. Die Tabletten muss ich mitnehmen. Handy, die anderen Tabletten. Numpad. Muss ich sogar schon von 3 Orten weg und umziehen. Bett. Bett-Setup. Küchen-Setup. Und direkter Wohnzimmer-Tisch-Setup. Katastrophe. Aber... nur so geht das um 48 Stunden. Ja, noch 10 Minuten machen wir das, dann geht das schon. Aber mein Steißbein tut mir schon weh. Dir nicht, beim Sitzen da? Ja, doch eben schon. Sitzt du da im Rig? Ja, ich habe mir einen Rig geholt. Ja, musst du ja, oder? Bei SimCube und so. Hast du ja wirklich Alu-Dings da so eine Alu-Stange vorhin hingeklatscht, oder nicht? Ja, also ich habe da ganz normal so einen Mount für gekauft, aber ja, das kannst du nicht mehr am Tisch oder so festmachen. Oder solltest du nicht, wenn dir dein Tisch lieb ist, schätze ich mal. Ja, jeder Kehrtisch kann den Scheiß halten, kein Problem. Ja, ganz sicher. Ja, das stimmt. Mhm. So, hier tue ich das dahin. Bisschen sortieren noch im Bett. Das dahin. So. Ja, aber nice. Dann hoffentlich kommst du ja in den nächsten Tagen auch noch ein paar Mal vorbei, würde mich freuen. Ein paar Runden drehen. Und vielleicht hast du da Tipps und Tricks. Jetzt habe ich es ja alles so langsam eingerichtet. Dann geht das auch viel einfacher. Können wir schon mal schauen, was wir da gefahren sind heute. Platz 1. Too slow for you mit LMP1. Okay. Naja, 1,32. Ui, Xentran ist mit LMP2 1,33 gefahren. Lol. Das ist schon heftig. Aber die sind gar nicht, also LMP1 ist schon schwer zu fahren. Da, wenn du es zu schnell, ich kenne es von Formel 1, du fährst halt wie ein Wilder, schaltest bis zum 8. Gang hoch, kommt dann eine Haarnadelkurve, du schaltest einfach wie ein Wilder runter. Wenn du das im LMP1 machst, drehst du dich sofort. Du darfst nur so schnell runterschalten, wie die km/h sind. Sonst drehst du dich. Keine Ahnung, ist halt so Mutterbremse dann auf einmal. Ich weiß nicht, wie das die Formel 1 macht, dass es sich gar nicht auswirkt. Aber im LMP1 geht das nicht. Da kannst du auch nur in, es ist auch kein Downshift Protection. Deswegen drehst dich ja gleich. Dann Xentra mit Formel 3, 1,34. Ui, okay. Was bin ich denn mit Formel 3 gefahren? 1,40, okay, gut. Dann muss ich noch viel machen. Dann LMH bin ich 1,34. Kurz 1,36. Porsche Xentra 1,45. Das ist schon stark. Du bist 1,47. Nach 56 Runden, Leute. Okay, er ist 6 Runden gefahren.
Lambo Xenon 1,48. Ich bin 1,48. Naja, 1,48,4. Ach doch, nur mit dem Porsche verbessert oder was? Ich dachte, ich bin mit dem Huracan schneller, mit dem McLaren besser gefahren. 1,48,4. Da komme ich nochmal mit McLaren. Ach, ganz knapp, hey, krass. Porsche 1,48,446. McLaren 1,48,516. Ganz knapp. Dann kommt Techni mit. Oh, der hat mit Audi sogar seine Porsche-Zeit geschlagen. Wow. Auch ganz knapp. 1,51,220. 1,51,245. Okay. Dann hat Tici ein bisschen rumprobiert mit dem Porsche. 1,51. Ja. Okay. KDM4 GT3 N52. Einfach der Profi. Mhm. So. Ja, beste Runde überhaupt fahren. Ja. Ja, wer kann, der kann. Jetzt mal. Ja, den fand ich irgendwie seltsam. Wobei, irgendwie, ich glaube einfach, der AMG ist irgendwie eigentlich falsch, weil der hat ein so viel stärkeres Force-Feedback als die anderen Fahrzeuge. Zum Glück habe ich den Honda rausgetan. Der war, da musste ich Force-Feedback auf 30 stellen oder so, dass ich überhaupt lenken konnte. Das ist krass. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eh nicht mal gleich bei den Autos. Ich weiß nicht. Ich kenne mich da nicht aus und weiß nicht, wie es in echt ist. Vielleicht ist es ja auch so, dass die unterschiedliche Stärken haben oder du musst es halt. Ich weiß sowieso nicht, wie sich so ein Auto anfühlt, wie du schon gesagt hast. Ob ich jetzt in den einen steige, in den anderen steige, keine Ahnung. Ich passe mein Force Feedback an, dass es halt ungefähr immer gleich ist und dann fahre ich halt dann. Bei dem einen ist es 100%, beim anderen 80%, beim anderen ist es dann 40%. Das fühlt sich immer gleich an. Und ich muss mit dem kleinen Formellenker das Force Feedback ein bisschen schwächer machen, weil das ist als mit dem großen. Weil es ist halt direkter und kleiner und es geht halt mehr rüber und es ist schwer auch zu lenken mit dem dann.